said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Be water, my friend. Aber ich habe hier auch übrigens, natürlich schaue ich jetzt in das Licht, weil das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, die untergehende Sonne. Aber ich habe mir jetzt tatsächlich auch Glühbirnen hier wieder besorgt. Einfach hoher Rotlichtanteil, das ist genau das, was wir brauchen am Abend. Wenig Blaulicht. Die Glühbirne war schlafbiologisch genial. Die Energiesparlampe ist katastrophal. Ja, das heißt also, da wissen wir einfach, das ist ein ganz ein potenzieller Schlafstörer, was die Lichtfrequenzen anbelangt, hoher Blaulichtanteil, aber ist natürlich auch ein elektromagnetischer Störfaktor, oder was Leute dann oft draufkommen, wenn die an ihrer Küchenhängelampe so eine Energiesparlampe drinnen haben, dann kommen sie irgendwann drauf, dass sie Kopfschmerzen bekommen. Und das hängt eben damit zusammen, dass die in einem Radius von bis zu einem Meter relativ starke elektromagnetische Felder produzieren. Übrigens, ich weiß nicht, das kennen Sie dann sicherlich auch. Das ist nämlich eine Firma, die ist, ich komme ja aus Weilheim in Oberbayern und nur einen Luftkilometer entfernt war eine Firma Prisma und die machen diese Brillen hier. Die kennen wir natürlich, oder? Wir kennen auch den Inhaber. Der war schon da bei mir. Und das ist sicherlich eine sehr gute Möglichkeit für Leute, die aus der Nummer nicht ganz herauskommen, die am Abend sich noch mit digitalen Techniken herumschlagen müssen. Und diese Brillen, diese Prisma-Brillen, die filtern eben den Blaulichtanteil zu einer beträchtlichen Menge heraus. Mhm. Und dadurch habe ich natürlich einfach wieder bessere Karten, dass wenn ich mich ins Bett lege, dass eben auch die Melatoninproduktion wieder funktioniert. Genau, ja, ich trage es wirklich sehr mittlerweile gerne am Abend und merke auch, wenn ich es mal nicht trage, dass ich wirklich so wieder irritiert werde. Und dann dieser zweite Wind, wie Amis sagen, dass das Cortisol wieder ansteigt und man einfach wieder aktiv wird. Genau. Das wirkt dem vor. Jetzt hätte ich noch eine Frage, weil Sie haben das schon erwähnt mit der Schafswolle. Und zwar, was Ihrer Meinung nach ist denn so die Bettwäsche Ihrer Wahl? Ja, es ist natürlich so, wenn wir heute darüber nachdenken, über einen optimalen Schlafplatz, dann sind natürlich die Materialien ganz wichtig. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, ein Bettsystem muss bettklimatisch funktionieren. Wir brauchen ein trockenwarmes Bettklima. Es muss elektrobiologisch funktionieren. Das heißt also, dass diese ganzen elektromagnetischen Felder nicht in dem Ausmaße in unserem Organismus aktiv werden können, dass der Schlaf gestört wird oder die Gesundheit geschädigt wird. Mhm. Dann ist die Orthopädie ganz wichtig. Wir haben also mit zwei Orthopäden zusammen die Orthopädie des Liegens und Schlafens entwickelt. Das ist hochinteressant. Da arbeiten wir in schwierigen Fällen mit dem Professor Tobolski zusammen. Der hat in Köln eine Klinik. Der hat für uns auch eine kleine Beobachtungsstudie gemacht und war eigentlich, wie wir in Österreich sagen, ganz von den Socken, weil er gesehen hat, dass wir wirklich in der Lage sind, innerhalb von 2-3 Nächten die Rückenstruktur messbar zu verändern. Also wir sind schon wieder bei diesen passiven Therapien, die ich entwickelt habe. Ich habe zum Beispiel auch Biokeramik entwickelt, um im Schlaf die Infrarotlängswellen zu aktivieren. Alles Dinge, die die Menschen verloren haben, weil wir zu 90% uns in Gebäuden bewegen. Also haben wir zu wenig Infrarotwellen, wir haben zu wenig Erdmagnetfeld, wir haben zu wenig Gravitation, deshalb stellen wir die Betten schräg. Weil die NASA, da gibt es also eine Forscherin, die Dr. Joan Wernikos, die auch Bücher herausgebracht hat, die haben festgestellt, dass das flache Liegen langfristig genau die gleichen Symptome auslöst wie der Aufenthalt im Weltraum, in der Schwerelosigkeit. Das heißt, wenn wir flach liegen, sind wir in einer Art der Mikrogravitation. Mhm. Da habe ich natürlich mit dem Professor Hecht, das ist einer meiner wichtigsten Partner in den letzten 20 Jahren, er hat 30 Jahre lang die Schlafmedizin an der Charité in Berlin geleitet. Und der Karl Hecht ist natürlich, er ist 95-jährig, ich habe vor einigen Jahren, Wahnsinn. Da war er
91 Jahre habe ich von ihm im Internet, das ist wahrscheinlich immer noch drinnen, habe ich ein Schlafprofil veröffentlicht. Er schläft wie ein Junger. Er ist zwar ein Kurzschläfer, der schläft nur 6, 6,5 Stunden, aber wenn man sein Schlafmuster anschaut, das ist vorbildlich. Aber ich weiß, der macht alles für seinen Schlaf, oder? Der lebt seinen Schlaf. Und damit ist natürlich auch die Theorie obsolet, dass wir im Alter nicht mehr gut schlafen und dass wir da nur noch einen oberflächlichen Schlaf haben. Das trifft natürlich nur auf Menschen zu, die letzten 30 Jahre nichts gemacht haben für ihren Schlaf. Deshalb motiviere ich jeden, es ist nie zu spät, fang heute an mit ganz kleinen Schritten, denk über deinen Schlaf nach, lies die Bücher. Ich habe ja 2, 3 Bücher gebracht, wo ich noch ein bisschen Zeit dazwischen gehabt habe. Und mein neues Buch ist eben die Schlaf. Da wollte ich gerade dazu, dann können wir gleich mal dann in das Thema übergehen, in die Musik, genau. Also das ist eine hochinteressante Story. Man muss sich Folgendes vorstellen. Ich habe jetzt festgestellt, eben wie die MedUni Wien, die Einschlafstörung hat um 500%, also um das Fünffache in den letzten 10 Jahren zugenommen. Das heißt, die Menschen können am Abend nicht mehr einschlafen. Die Einschlafstörung beginnt schlafmedizinisch, wenn sie länger als 20 Minuten wach im Bett liegen. Mhm. Ein gesunder Schläfer schläft zwischen 7,5 und 15 Minuten ein. Jetzt sind wir auch bei einem Mythos. Viele Leute glauben, die erzählen mir dann, ja, ich schlafe super, ich lege mich ins Bett und innerhalb von einer Minute bin ich weg und schlafe. Das ist natürlich Alarmstufe Rot. Das heißt, Menschen, die sich ins Bett legen und sofort einschlafen, haben mit 100%iger Sicherheit ein Schlafdefizit. So, jetzt, ich habe darüber nachgedacht, welche natürliche Methode könnte die Menschen unterstützen, wieder gut einzuschlafen? Ja, jetzt gebe ich es zu, es war nicht schwer, auf die Musik zu kommen. Aber ich war total überrascht, wie viel sich die Wissenschaft in den letzten 4, 5 Jahrzehnten schon mit diesem Thema beschäftigt hat. Aber es ist natürlich hinten hinaus viel zu wenig passiert. Also habe ich mit meinem Jüngsten, das ist unser Technikfreak in der Firma, der hat Wirtschaftsinformatik studiert und ist für die ganze IT und mit dem mache ich die ganzen Schlafmessungen. Er ist einfach technisch hochbegabt im Gegensatz zu mir, habe ich gesagt, wir machen ein Projekt oder wir versuchen mit Musik etwas zu kreieren, damit die Leute besser einschlafen. Mhm. Da haben wir 2 Jahre und ich habe jetzt noch in einem meiner Versuchsräume habe ich einen Pilot stehen oder da haben wir mit Frequenzen und also wir haben wirklich für Leute auf den ersten Blick Dinge gemacht oder wo sie sagen, das ist verrückt, das gibt's gar nicht. Kurzum, nach 2 Jahren habe ich gesagt, Clemens, Ende, das Projekt müssen wir abbrechen, wir kommen auf den grünen Zweig. Ein grüner Zweig ist bei mir, wenn ich etwas entwickeln kann, was mit 90%iger Sicherheit funktioniert. Ich möchte einen Wirkungsgrad von 90% erreichen bei den Dingen, die ich mache. Wir haben bei unseren Kunden einen Zufriedenheitsgrad von 97%. Und das ist das, was mich freut. Das heißt also, unser Kunde, der darf nicht nur zufrieden sein, der muss begeistert sein. Und da ist jetzt also nichts gekommen, wo ich das Gefühl gehabt habe, okay, da könnte ich jetzt die Leute begeistern. Und dann habe ich eines gelernt. Wenn die Dinge nicht fließen, dann muss ich einfach einen Stopp einlegen, muss es schubladisieren und muss eine Ruhe geben. Irgendwas passiert dann. Und siehe da, es ist nicht 3 Monate gegangen, kommt ein Anruf, sagt mir die Vermittlung, die Paracelsus Medizinische Universität in Salzburg, eine gewisse Frau Brandes ist am Telefon. So, hat nicht rausgelassen, was sie will, aber sie wollte mich sprechen, oder? Und dann war eben die Vera Brandes dran. Und die Vera Brandes hat mir gesagt, sie hat jetzt 20 Jahre lang an dieser Universität Musikwirkungsforschung gemacht. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Und hat gesagt, wir haben Musikprogramme entwickelt, wo wir sehen, dass die Leute reproduzierbar besser schlafen, ob ich daran interessiert sei. Ja, logisch war ich interessiert. Und die Vera ist schwupp hergekommen nach Vorarlberg. Wir sind zusammengesessen, haben innerhalb von 2 Minuten gesehen, dass wir genau in der gleichen Frequenz takten, haben uns super verstanden und haben dann beschlossen, ein Projekt gemeinsam zu machen. Sie entwickelt einen Player. Das Besondere an diesem Player ist,
der funktioniert analog. Das heißt, die Töne werden punktgenau analog wiedergegeben. Also die digitale Technologie, MP3 und so weiter, war für das unbrauchbar, oder? Weil die Leute wissen das auch nicht, dass MP3 eigentlich, wenn man das genau anschaut, wie Schweizer Käse ist, hat eigentlich... Genau. Das habe ich neulich auch gehört. Genauso wie wenn man so Worte komplettiert, die nicht ganz ausgeschrieben sind. So. Das Hirn füllt die dann, ja. Genau, so als ist es ein Stress fürs Gehirn und dann passiert eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Jetzt mache ich, glaube ich, auch Licht, oder? Ja, genau, das dann, ja. Ich werde mich... So, das dürfte besser sein jetzt, oder? Genau. Sehr gut. So, und dann war es jetzt so, dann hat sie sich mit der Entwicklung dieses Players beschäftigt und ich habe ein Soundkissen entwickelt. Meine Frau, die leitet die Produktion seit 1991 und das sind auch immer so Stories, wo wir dann halt bei gewissen Jubiläen immer wieder zu Tisch bringen oder wenn wir interviewt werden, wie denn also Innovation bei Samina man sich vorstellen kann, dann sage ich ja, ich sitze mit meiner Frau beim Frühstück, sage Elisabeth, ich habe eine Idee, die schaut so und so aus, kannst du mir da einen Prototypen machen? Dann sagt meine liebe Elisabeth, ja, Günther, das ist gut, aber das ist unmöglich, das kannst du gleich vergessen, oder? So. Dann weiß ich, okay, jetzt muss ich einfach, in der Zwischenzeit weiß ich das, muss ich einfach warten. Und siehe da, nach 2, 3 Wochen, manchmal früher, manchmal später, kommt sie und sagt, du, ich habe darüber nachgedacht, vielleicht gibt es doch eine Lösung, oder? Und ich mache jetzt einmal was. Und genauso war das mit diesem Soundkissen. Die Herausforderung war, dass wir ja ein Kissen entwickeln müssen, das bei 95% der Menschen orthopädisch funktioniert. In dieses Kissen sind Lautsprecher zu integrieren. Und diese Lautsprecher müssen die bestmögliche Klangqualität natürlich haben, dass da wirklich im Schlafbereich eine Klangwolke entsteht, ohne dass der Nachbar von dieser Klangwolke gestört wird, oder? Das Ganze elektrobiologisch abgeschirmt. Das heißt, wir müssen mit Gleichstrom arbeiten, Akkutechnologie und die Lautsprecher, die habe ich dann sogar umgepolt, oder? Weil in jedem Lautsprecher sind ja Magnete drinnen. Diese Magnete haben eine Polarisation und da brauchen wir eben die Südpolenergie. Das ist also eine negativ gepolte und das habe ich dann alles gemacht. Kurzum, wir haben also innerhalb von 18 Monaten dieses Projekt marktfähig gemacht und haben dann gleich auch Leute gefunden, die das im medizinischen Bereich getestet haben. Wir sind sehr rasch hineingekommen ins Otto-Wagner-Spital auf die interne Station, haben die ersten Erfahrungen gesammelt. Und ich wollte dann, das ist jetzt 2 Jahre her, wollte über Weihnachten also ein kleines Skript machen, oder? So 20 Seiten, einfach mal die wichtigsten Dinge zusammenfassen. Herausgekommen ist 2 Jahre Arbeit mit diesem Buch. Und in diesem Buch steht... Zeigen Sie es gerne nochmal groß in die Kamera mit dem Titel. Dann kann ja, ich das Buch heißt Musikmedizin im ein bisschen, Schlaf. Ein bisschen höher halten noch. Ja. Jetzt sieht man es. Perfekt. So, ja. Genau. Musikmedizin im Schlaf. Und da geht es um die Herz-Hirn-Kohärenz. Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber ich versuche das einfach zu erklären. Man ist in der Wissenschaft ein bisschen immer davon ausgegangen, die wichtigste Schaltzentrale ist das Gehirn. Das Gehirn ist nach wie vor wichtig, oder? Ohne Gehirn läuft natürlich gar nichts. Aber heute wissen wir, dass wir natürlich auch ein Bauchgehirn haben und dass wir auch ein Herzgehirn haben. Und jetzt ist die Kunst, dass wir Bauchgehirn, Herzgehirn und Kopfgehirn in Kohärenz bringen, in Gleichklang. Und in dem Moment, das passiert, und das passiert immer dann, wenn Sie in einer hohen Meditationsstufe drinnen sind, wenn wirklich die Gehirnströme nach unten kommen, wenn sie bei sich selbst sind, fokussiert sind oder natürlich im Schlaf, oder im Schlaf sollte natürlich auch diese Kohärenz funktionieren. Und jetzt habe ich natürlich rasch gesehen an den Messungen, wir machen dann diese Herzratenvariabilitätsmessungen, das heißt vereinfacht ausgedrückt, zwischen 2 Herzschlägen ist immer eine kurze Pause, das sind Zehntelsekunden und jetzt ist entscheidend, wie variabel diese Pause ist. Wenn Ihr Herz wie ein Specht regelmäßig klopft, dann sind Sie kurz vor dem Tod, das haben die Heilkundigen vor 5000 Jahren schon gewusst, oder? Mhm.
Wir brauchen einen variablen Herzschlag. Und dieser variable Herzschlag ist heute auch diagnostisch eine Messgröße. Angefangen hat die NASA mit diesem Thema und auch die russische Weltraumbehörde, weil die mussten die bestmöglichen Astronauten finden, die körperlich und psychisch absolut fit sind. Und da hat sich gezeigt, dass diese Herzratenvariabilität, je höher sozusagen dieser Index ist, umso besser waren die Leute geeignet. Und wir sehen, diese HRV ist sehr gut geeignet, um den Stressstatus eines Organismus darzustellen und die Regenerationsfähigkeit. Da geht es wieder ums vegetative Nervensystem. Und heute sind wir in der Lage, mit diesen speziellen Musikkompositionen diese HRV innerhalb von 8 Minuten messbar zu verändern. Das heißt, in 8 Minuten komme ich in einen messbaren Entspannungsstatus und das wird natürlich das Einschlafen sofort erleichtert. Und jetzt waren wir 2 Jahre, nicht ganz 2 Jahre, im Schlaflabor von Professor Wirth. Das ist ein anderer Schlafmedizinpartner von mir, der hat in Alfeld, also ungefähr 50 Kilometer von Hannover weg, hat der ein Schlaflabor. Und er hat jetzt 15 Patienten in den 2 Jahren mit dieser Musikmedizin behandelt und hat uns einen Wirkungsgrad von über 90% bei stressbedingten Einschlaf- und Durchschlafstörungen attestiert. Das heißt also Ziel 100%ig erreicht. Und in Liechtenstein, in dieser Klinik, werden wir auch die Musikmedizin ganz aktiv einsetzen, weil wir gesehen haben, dass wir auch bei Depressionen und depressionsähnlichen Zuständen mit dieser Musik sehr erfolgreich sind. Also hochspannendes Buch und Gott sei Dank bekomme ich ein sehr gutes Feedback, obwohl ich natürlich versucht habe, dieses Buch ganz wissenschaftlich aufzubauen mit vielen Studien, Hintergrundinformationen und so weiter, ist es auch für Laien gut lesbar und ich bekomme da also sehr viel Feedback, dass die Leute sagen, obwohl dieses Buch hochwissenschaftlich ist, ist es sehr spannend. Manche Leute habe ich vom Schlafen abgehalten, das war gar nicht. Die haben gesagt, ich kann gar nicht aufhören. Und dieses Buch beschäftigt sich auch mit einem ganz wichtigen Fokus von mir, mit der sogenannten Salutogenese, mit der Frage, was hält uns gesund? Das ist ja auch für den Biohacker ganz interessant, weil er denkt ja genau über das nach. Was hält mich gesund? Genau, Was ja. hält mich fit im Kopf, oder? Da geht es So, nicht um das Krankheit heilen, sondern in erster Linie genau, wie werde ich überhaupt nicht krank, in erster Linie. genau. Das geht jetzt, der Präventivgedanke, oder? Und darum ist diese Szene auch wichtig, oder? Weil das ist auch wieder so eine Bewusstseinsentwicklung. Das heißt, da haben wir es mit Menschen zu tun, die einfach viel bewusster mit dem Thema Gesundheit umgehen und die Lösungen suchen. Da sind natürlich viele futuristische Dinge dabei, oder? Wo wir jetzt im Moment noch nicht so genau wissen, bringt es was, bringt es nichts. Aber es wird einfach etwas angestoßen. Und das ist ja am Anfang das Wichtige, dass etwas ins Rollen kommt, oder? Und solche Leute wie jetzt auch der Dave Asprey, oder? Der hat natürlich da in der Szene viel bewegt, oder? Und hat die Leute zusammengebracht und da ist viel Kooperation, da ist viel Zusammenarbeit auf verschiedensten Gebieten entstanden. Also Übrigens, ich habe ja mit dem Dave Asprey auch zusammengearbeitet, zeitweise. Wir haben ja einen Vertrieb gehabt für seine Produkte hier in Deutschland. ja. Ah, okay, mit dem Bulletproof, mit dem Kaffee, oder? Genau, das war ganz lustig, weil ich habe den damals kennengelernt auf einer Konferenz in San Francisco. Da war er noch nicht so bekannt. Und dann war er in der Schweiz, das bisschen später, und hatte keine Bulletproof-Produkte. Und Ja. dann brauchte er die und hat sich bei mir gemeldet. Und ich war aber auch gerade nicht in der Gegend. Und dann hat meine Mutter den Koffer voll Butter und Kaffee und MCT-Öl in die Schweiz gefahren zum Dave Asprey. Ja, super. Ja, dann bleibt man Freunde, oder? Das ist immer die ideale Situation, oder? Und ja, und also das sind so die Dinge, die sehr aktiv den Menschen helfen Darf im ich noch was Schlaf. fragen zur Ja. Musik? Weil das kommt mir gerade, sonst vergesse ich das wieder. Und zwar ist es dann, sind es individuelle Klänge, die dann angepasst werden auf die Person? Oder ist Nein, das etwas, was für auf alle funktioniert? es ist programmiert. Das heißt also, wir haben eine Standardprogrammierung. Da sind also Programme drauf, die ganz spezifisch für Einschlafstörungen eingesetzt werden und Durchschlafstörungen. Dann habe ich zusammen mit der Vera
ein Langzeitprogramm, das läuft 8,5 Stunden und das ist eben die Therapie mit der Musikmedizin im Schlaf. Das wird in diesem Buch beschrieben. Da haben wir einen Professor, Zellbiologen, der Carlos Ventura, der war früher an der Universität in Bologna, das ist ein Zellforscher. Und er sagt uns, dass diese Musik bis in die DNA der Zelle hinein wirkt. Krass. Das habe ich in diesem Buch beschrieben. Das heißt, die Epigenetik, oder, die spielt natürlich auch bei den Biohackern eine ganz große Rolle, weil ja, die uns Fall. Ja zeigt, wir können uns selbst beeinflussen. Das ist ja genau das, wo auch der, wie hat er dann geheißen, der sein Buch geschrieben hat über die Zellwirkung. Ja, fällt mir jetzt im Moment nicht ein. Bin ich auch gerade ein Bekannter? Amerikaner, ja, es ist, ja, spielt jetzt keine Rolle. Find mal. Da ist einfach wichtig zu verstehen, wir Menschen haben einen gewissen Spielraum, auch wenn jetzt unsere Genetik vom Aufbau her gewisse Störungen hätte, oder, die zu Folgeerkrankungen führen, dann muss das nicht automatisch passieren. Und wir können mit unserem Gedankengut, können wir das beeinflussen. Deshalb ist ja das Bewusstsein des Menschen ist ja etwas vom Wesentlichen, um gesund zu bleiben. Und ich beschreibe das auch in diesem Buch über Studien, die man über 20 Jahre geführt hat und einfach mal geschaut hat, was machen Menschen, die alt werden, oder wie überleben die Krisensituationen, was machen die? Und es zeigt sich ganz deutlich, dass unser Denken, unsere Glaubensmuster, oder, die haben einen ganz großen Einfluss auf unsere Gesundheit, aber eben auch auf Heilung. Und Musik, das haben also die Philosophen in der Antike schon immer gesagt, Musik ist etwas Göttliches und Musik ist in letzter Konsequenz etwas Hochmathematisches, das man nicht so einfach nachvollziehen kann mit einer enormen Wirkung auf uns Menschen. Musik wirkt auf jeden Menschen, ob jung, ob alt, und wir sehen es auch bei Tieren, oder? Wir haben ein wunderbares Video von einem Papageien, der in Resonanz geht mit der Musik, der tanzt nach dieser Musik, oder? Mhm. Und das machen wir eigentlich alle, ohne dass wir groß darüber nachdenken, irgendwo ein Sound angeschlagen wird, der ganze Körper lebt mit Musik, und heute haben wir ja eine sehr komfortable Situation, dass wir in Gehirne hineinschauen können, wir können einen Gehirnscan machen und wir sehen genau, wo diese Musik wirkt, in welchen Arealen. Und da spielt zum Beispiel diese Amygdala, dieser Mandelkern, wo unser Emotionszentrum ist im limbischen System, eine ganz große Rolle. Und die Musik kann genau dieses Zentrum positiv beeinflussen. Die Leute haben weniger Angst, die Leute haben weniger Sorgen. Und das ist alles das, was wir brauchen, um gut schlafen zu können. Wahnsinn. Ja, das ist eine Frage für Leute, die zum Beispiel sehr, sehr starke Geräuschkulissen haben, also Verkehr vor der Straße oder die Nachbarn sind sehr laut. Hilft eben zum Beispiel Ihr Soundkissen dabei dann auch, dass es die Sachen ja, natürlich, ausblendet? Natürlich, oder? Also es ist ja immer so, oder das zeigt sich ja, unser Organismus ist natürlich evolutionsbiologisch schon so aufgestellt, dass er sich die Dinge nimmt, die ihm nützen und die Dinge vermeidet oder die ihm schaden. Wenn ich heute die Möglichkeit habe, zwischen zwei Geräuschen zu wählen, eines harmonisch und eines disharmonisch, dann ist ja klar, oder, dass ich den Vorzug dem harmonischen gebe. Und wir haben jetzt ein super gutes Beispiel in dieser Altersresidenz, von einer Person, die kognitiv schon eingeschränkt war, jetzt sage ich einmal noch nicht einen hohen Demenzgrad, aber irgendwo schon in dem Bereich von Demenzerkrankung unterwegs. Und diese Person hat zum Beispiel fast kein Hörvermögen mehr. Und wir haben dort die Musikmedizin eingesetzt und es hat meine Theorie bestätigt, dass wir die Musik nicht nur über unser Hörorgan aufnehmen, sondern eben auch über die Haut, über den ganzen Körper, über die Knochen. Das heißt also, alle diese Dinge, die man ja schon seit längerem weiß, wie Schall wirkt, oder? Es ist ja in letzter Konsequenz geht es ja um Schallwellen, die sich ausbreiten. Und wir wissen ja aus der Lärmforschung, oder, dass die Schallwellen, Fluglärm, Verkehrslärm, auch bei Menschen, oder, die kein gutes Hörorgan haben, negative Auswirkungen haben. Und dieses Prinzip können wir natürlich auch da nutzen und haben bei dieser Person gesehen, die hat sofort auf diese Musik reagiert, obwohl sie gar nicht gut hört.
Also das heißt, es ist wirklich ein Phänomen und ich beschreibe das auch, das geht hinein bis in die Quantenphysik. Oder? Ja, Das ist eben, ein es sind, bisschen. das wollte ich gerade sagen, es sind ja Schwingungen, die Genau. ja sich auch an die Körperrhythmen anpassen Genau. und andersrum. Und deswegen, wenn das begünstigt, kann ich mir durchaus vorstellen. Also das ist. Wir haben jetzt eine Studie von dieser Paracelsus-Universität, oder die auch noch einen ganz, ganz großen Nutzen uns zeigt von dieser Form der Musikmedizin. Wir sind nämlich in der Lage, mit diesen chronobiologisch getakteten Musikstücken die innere Uhr zu synchronisieren. Weil das Problem ist, dass wir heute haben, dass die innere Uhr ist beim Zivilisationsmenschen desynchronisiert. Das heißt, die äußeren Zeitgeber und die inneren Zeitgeber, die sind nicht mehr synchron. Und das führt natürlich auch physiologisch zu Veränderungen. Da haben wir einfach das Problem, dass die innere Körperrhythmik gestört wird. Und nachdem die Rhythmik ganz wichtig ist für unseren Organismus, der muss ja zu ganz bestimmten Zeiten, muss der takten, muss im Rhythmus sein oder muss in Ruhemodus sein. Wenn das nicht funktioniert, kommt das ganze System durcheinander und dann gibt es natürlich Probleme. Am Anfang sind das funktionelle Störungen, aber am Ende des Tages sind das handfeste organische Störungen. Und da sehen wir speziell bei Leuten, die Schlafdefizit haben, dass wir da super gut das unterstützen können. Die kommen aus der Nummer nicht heraus. Sie sind eben eulenhaft, gehen spät ins Bett, müssen trotzdem um 6 Uhr raus, haben zu wenig Schlaf. Die innere Uhr ist durcheinander und da können wir mit der Musikmedizin sehr unterstützend helfen. Übrigens, Das im Gegenteil, das habe ich nämlich gehört, geht es ja auch umgekehrt. Da habe ich ein Beispiel gehört von Hip-Hoppern, Ja. die eine Drum-Bass hatten, also einen sehr starken Bass, der aber Ja. zu schnell lief. Und dann ist Folgendes passiert. Und zwar anscheinend hat dieser Bass das Herz so massiert, dass sich das Herz angepasst hat auf den Rhythmus. Und dann hat der DJ den Bass ausgeschaltet und dann haben Leute Herzrhythmusstörungen bekommen. Genau. Also das sind alles Dinge, oder, die uns ja hundertprozentig beweisen, dass wir äußere Reize verinnerlichen. Und wenn diese äußeren Reize nicht harmonisch sind, wenn sie nicht an unser System angepasst sind, oder, dann kommt es eben zu negativen Erscheinungen. Und die Musik in der Form, wie wir sie verwenden, ist wirklich wie ein Medikament zu sehen. Also das heißt, Musikmedizin heißt eben so, weil sie rezeptiv wirkt. Das heißt also im Grunde genommen, wie ein Medikament auf unseren Körper Einfluss nimmt, über das vegetative System, über das zentrale Nervensystem, über Hörorgan, über Haut, über Knochen, oder? Das heißt, das Knochengerüst ist natürlich ein Resonator in unserem Organismus und wenn da die Schallwellen mit einer bestimmten Frequenz auf uns einwirken, oder, dann versucht das System sich anzupassen, oder? Das heißt also, wir sehen das, wenn Leute anfangen zu klatschen in einem Saal, es geht nicht sehr lange, sind sie synchron. Das heißt, einer klatscht in der hintersten Reihe, einer in der vordersten, einer in der Mitte. Am Anfang ist das alles durcheinander, chaotisch und nach kurzer Zeit ist das Klatschen synchron. Und das zeigt uns, oder, das ist eigentlich der Weg des Menschen, die synchrone Anpassung an solche Rhythmen. Ne? Haben Sie da zufällig irgendwo online auf der Webseite auch Beispiele, wo Leute mal reinhören können, wie sich so was Ja, das anhört? kann ich jetzt nicht sagen, aber das wäre an und für sich noch eine gute Idee. Also es gibt einen Beitrag vom österreichischen Fernsehen, wo diese Musik vorgestellt wird und wo auch diese Oberärztin, die Frau Primaria Abrahamian am Otto-Wagner-Spital auch erklärt. Also diese Musik wird dort eingesetzt bei Menschen, die beispielsweise nach Schlaganfällen, Herzinfarkten eingeliefert werden, nicht ansprechbar sind. Und sie sagt, sie haben bis zu 50% weniger Medikamentengabe, seit sie die Musikmedizin einsetzen, weil die Leute sich viel schneller beruhigen, oder? Da geht es ja darum, dass man die Leute herunterholen muss und so weiter. Aber auch Leute, die Schlafstörungen haben, Patienten, wird das gemacht. Und ich glaube, jetzt Ende dieses Jahres wird die Studie fertiggestellt. Die Stadt Wien hat also eine kleine Feldstudie finanziert in dieser Klinik. Und da werden wir dann auch noch mehr erfahren im medizinischen Bereich, wie die Wirksamkeit ist von dieser Musikmedizin. Ja, vielleicht, nur eine Idee, vielleicht haben Sie ja sogar einen kurzen Clip, den könnte ich dann sogar unter unsere Episode packen, wo man einfach mal kurz reinhören kann, wie sich Ja, sowas anhört. okay, ja. Weil ich glaube, Schreib sie jeder, mir der eine jetzt gerade, E-Mail. Ja. mache ich, ja. Genau, und dann, das ist sicher technisch überhaupt kein Problem. Herr Professor, jetzt habe ich noch ein paar Fragen.
Wir sind jetzt schon wieder. Ja, ja. Das ist so interessant, aber jetzt muss ich Sie noch mal ein paar Sachen fragen. Zum einen, Sie haben das vorher erwähnt, das hat jetzt, jetzt gehen wir sozusagen wieder zurück von der Musik hin. Sie haben von der Incline Bed Therapy gesprochen. Ja, genau. Können Sie mir da nochmal erklären, genau was da der Vorteil ist? Weil für viele klingt das erstmal, warte mal, da bin ich ja aufrecht, da fließt ja mein Blut nach unten und macht das überhaupt Sinn? Also es ist generell so, dass wir natürlich feststellen, obwohl die Gravitation ein Buch mit 7 Siegeln ist, man erinnere sich, Albert Einstein hat die Gravitationskräfte so definiert, dass er sagt, das ist eine Verzerrung von Raum und Zeit, die Gravitation. Und er hat aber vor 100 Jahren vorausgesagt, dass wir eines Tages Gravitationswellen messen können. Das ist also das erste Mal 2015 passiert. Da war man sich noch nicht ganz sicher, ob es wirklich Gravitationswellen sind. 2016 wurde das dann noch einmal wiederholt und bestätigt. Und 2017 haben diese Leute dann auch den Nobelpreis bekommen. Die Gravitation ist etwas, oder, wo jedes Kind sofort versteht, wenn ich einen Ball in die Luft werfe, dann kommt er zurück. Das heißt also, dass Körper sich gegenseitig beeinflussen und der liebe Sir Newton, der legendenmäßig unter einem Apfelbaum saß und irgendwann ist ihm ein Apfel auf den Kopf gefallen und er darüber nachgedacht hat, wie gibt's das, hat er gesagt, ja, das ist die Schwerkraft, ohne zu erklären, was Schwerkraft ist. Ich kann die Schwerkraft natürlich nur an Beispielen erklären und das, was wichtig ist, ist zu verstehen, dass die Schwerkraft erdgebunden ist und die Schwerkraft ist eigentlich verantwortlich, dass wir uns überhaupt so bewegen können, wie wir uns bewegen, dass wir an der Erde sozusagen anhaften, dass die Planeten dort sind, wo sie sind. Und wir wissen heute, oder wenn wir uns von der Erde entfernen, wenn wir auf der ISS sind, wenn wir auf dem Mond sind, dann ist die Gravitationskraft verändert, ist also viel schwächer. Deshalb kann man auf dem Mond herumhüpfen, oder? Weil das Körpergewicht dann von der Erde logischerweise nicht angezogen wird, weil die zu weit weg ist. Und jetzt haben natürlich in den letzten 30 Jahren sich die Weltraummediziner mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen hat die Schwerelosigkeit auf den Organismus, körperlich und psychisch. Und da gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man heute mit absoluter Sicherheit weiß. Das heißt, die Leute haben sehr rasch einen Muskelschwund, sie beginnen an Osteoporose zu leiden, das ganze Blut strömt in Richtung Kopf, deshalb haben die am Ende des Tages ein Mondgesicht, oder? Da sind wir dann erschrocken, wo der erste Astronaut zur Erde zurückgekommen ist, oder? Und total aufgebläht war. Der Blutdruck geht in die Höhe, die Organfunktionen verändern sich und 85% der Astronauten können im Weltraum nicht schlafen. Das heißt, die Schwerelosigkeit ist eigentlich kein guter Begleiter auch für den Schlaf. Die Problematik ist, dass die Weltraummedizin und die Humanmedizin sehr weit auseinander sind. Es ist rein zufällig, dass sich ein Humanmediziner, also jemand, der sich eben mit Menschen beschäftigt, sich automatisch mit der Weltraummedizin beschäftigt. Jetzt haben sich diese Dinge eigentlich nicht gegensätzlich, aber sie haben sich nicht so entwickelt, sondern jeder hat so seine Sache gemacht. Und die Joan Wernikos, die war eigentlich zuständig für die Gesundheit der Astronauten. Die war dann am Schluss die Direktorin an der NASA in Pasadena, von Los Angeles. Und diese Joan Wernikos hat jetzt nach ihrer Pensionierung Bücher veröffentlicht, wo sie diese Daten erstmals an die Öffentlichkeit gebracht hat. Und das kommt relativ selten vor, aber vor ungefähr 10 Jahre ist es jetzt her, bin ich wirklich fast vom Stuhl gekippt. Ich habe das Buch gelesen und da hat sie beschrieben, dass sie bei der NASA verzweifelt nach Möglichkeiten gesucht haben, auf der Erde die Schwerelosigkeit zu simulieren. Die Lösung war, dass sie die Menschen flach schlafen ließen. Das heißt, in dem Moment, wir flach liegen, sind wir in einer Mikrogravitation, das heißt also in einem fast schwerelosen Zustand. Das kapieren die Leute natürlich nicht auf Anhieb, weil das ist etwas, was intellektmäßig nicht so einfach zu erfassen ist. Aber das, was die Leute googeln können, ist die ESA in Köln, das ist also die Europäische Weltraumbehörde. Und diese ESA bietet an,
Da kann jeder 16.000 Euro verdienen, wenn er 60 Tage sich bereitstellt, mit dem Kopf nach unten 5,5 Grad zu liegen. Und er muss mindestens mit einer Schulter immer in Berührung mit der Matratze sein. Wenn wir mit dem Kopf nach unten sind, dann ist das eine Hypergravitation. Das heißt, also, dann sind wir eigentlich fast schon mehr als schwerelos. Und da werden dann die Leute untersucht. Ich kann das niemandem empfehlen, weil ich habe einen Therapeuten getroffen, der einen Probanden betreut hat. Und er hat gesagt, nach 3 Monaten ist er halbwegs wieder auf die Füße gekommen. Er war einfach erledigt nach diesen 60 Tagen. So, das heißt also, flach schlafen führt zu den gleichen Problemen wie im Weltraum. Das heißt, angefangen von einem schlechteren Schlaf, schlechtere Regeneration, bis hin zu verschiedenen anderen Zipperlein, Osteoporose, Herz-Kreislauf-Störungen, Blutdruckstörungen und so weiter. Also wo ich die Liste angeschaut habe, habe ich gedacht, das sind ja alles Zivilisationskrankheiten. Und meine Idee war spontan, wir müssen einfach die Menschen schräg schlafen lassen, weil wenn sie schräg liegen, dann haben sie wieder Gravitation. So, und dann hat es schon Leute gegeben, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ich habe einen Amerikaner gefunden, einen gewissen Dr. Singer, der da Versuche gemacht hat. Der hat nur den Oberkörper hochgelagert. Dann hat es in England einen Fletcher gegeben, der sich eben mit dieser Inclined-Bett-Therapie auseinandergesetzt hat. Und ich habe dann zusammen mit dem Professor Hecht dieses Konzept einfach so weit betrieben, dass wir heute unter Anführungszeichen eine pfannenfertige Angelegenheit haben, die Menschen schräg schlafen zu lassen mit 3,5 oder 5,5 Grad. Und das empfehlen wir vor allem Menschen, die bereits gesundheitliche Probleme haben, alles, was mit dem Gehirn zu tun hat, also alle neurodegenerativen Erkrankungen, Demenz, Alzheimer, MS, Parkinson, das sind Dinge, wo wir sehen, dass wir da eine Erleichterung haben sofort, plus Probleme Herz-Kreislauf, plus Probleme Verdauung, plus Leute, die Schlafapnoe haben. Wir haben also jetzt eine kleine Studie, dass wir bei der lagerungsbedingten Schlafapnoe, das sind Atemaussetzer im Schlaf, die sind lebensgefährlich, die führen zu lang anhaltenden gesundheitlichen Problemen, Bluthochdruck. Man habe jetzt gerade am Wochenende war ich eingeladen an einer Klinik, wo eine Schlafmedizinerin da ist, die Messungen macht, 260 Blutdruck, obere Wert, also da kann man sich vorstellen, Grunde genommen verrückt, und dass das nicht gesund ist, ist auch klar. Aber es kann jeder natürlich selber ausprobieren. Er muss nur hergehen und sein Bett einfach komplett schräg stellen. Und ich würde am Anfang 10 cm, das heißt, ich kaufe 2 Kanthölzer, eines 10 auf 10 cm und eines 5 auf 5 cm. Das eine lege ich am Kopfhaupt unter mit 10 cm, das andere in der Mitte vom Bett, dann steht das Bett stabil. Dann habe ich ungefähr 3,5 Grad. Wenn ich keine gesundheitlichen Probleme habe, ist es ideal zum Schlafen. Das, was uns die Leute sagen, ist, sie fühlen sich viel wohler, wenn sie schräg schlafen. Das ist für den Körper sofort auch beim Probelegen wahrnehmbar. Es muss früher sogar einmal in die Richtung gegangen sein, dass es irgendwann einmal dieses Schrägschlafen gegeben hat. Das hat einmal der Fletcher auf seiner Homepage berichtet, dass man da Grabfunde gemacht hat mit Betten, die genau in dieser Konstellation waren, Kopf höher wie die Füße. Und einfach einmal ausprobieren. Oder? Ich meine, das, was wir jetzt heute nicht so viel Zeit gehabt haben, wir versuchen natürlich im Schlafbereich Metalle zu vermeiden. Speziell das, was 90% der Menschen machen auf Boxspringbetten schlafen oder Federkernmatratzen, ist natürlich schlafbiologisch eine kleine Katastrophe, weil diese Metalle, die gehen jetzt zum Beispiel in Resonanz mit den elektromagnetischen Feldern. Das ist ja logisch, weil sie besser leiten als Luft. Also wird jedes elektromagnetische Feld in diese Metallfedern hineingehen und die strahlen jetzt die ganze Nacht auf den Schläfer. Und das ist natürlich etwas, was auch untersucht ist. Da gibt es auch Studien dazu, dass es natürlich nicht gesund ist, kann man sich von der Logik her vorstellen. Und sie haben natürlich eine enorme Belastung, weil bis zum Zehnfachen
die elektrischen Felder, die ankoppeln, auf den Körper strahlen. Der Körper nimmt die Ladung auf, hat keine Möglichkeit, sich zu entladen, hat die ganze Nacht einen Stress. Zudem wird das natürliche Erdmagnetfeld verzerrt, weil diese Federkerne sind natürlich magnetisch. Das heißt, die haben einen Nord- und einen Südpol. Und jetzt wissen wir aus der Schlafforschung, ideal wäre Kopf im Norden, Füße im Süden geografisch. Dann hat Max-Planck-Institut vor über 20 Jahren nachgewiesen, dass die Schlafqualität besser ist. Das sind alles Dinge, oder, die natürlich jetzt den Rahmen unseres Interviews sprengen werden. Ja, aber ich muss Sie unbedingt wieder einladen. Ich muss mich damit beschäftigen, weil ich will am Ende des Tages natürlich einen Schlafplatz kreieren, der allen biologischen Voraussetzungen oder der alle biologischen Voraussetzungen erfüllt, dass ich dort gut schlafen kann. Es muss dunkel sein, es muss ruhig sein, der Elektrosmog muss im Griff sein, trockenwarmes Bettklima, die Orthopädie muss funktionieren. Wir haben über 30 orthopädische Kissen entwickelt, weil wenn das Kissen nicht passt, oder? Dann, also die Wirbelsäule ist ein Stück. Und wenn Sie in der Halswirbelsäule ein Problem haben, dann wandert das Problem in die ganze Wirbelsäule. Viele Rückenschmerzen im unteren Rücken haben mit dem falschen Kissen zu tun. Hm. Die Orthopäden wissen das alles nicht, oder? 70% der Deutschen haben plus minus immer wieder Rückenschmerzen. Von diesen 70% schlafen 90% auf biologisch und speziell orthopädisch unzureichenden Betten. Also es ist ja klar, wenn ich 8 Stunden in einem Bett liege, das mich orthopädisch nicht unterstützt, ja, dann kann ich nicht hoffen, dass ich am Morgen ohne Rückenschmerzen aufstehe. Das kann nicht funktionieren. Ja. Mhm. Und über das müssen wir mit unseren Menschen reden, oder? Und das machen wir, weil in der Zwischenzeit ist es so, dass wir nicht mehr groß missionieren müssen, sondern es sind genug Leute da, die Lösungen suchen, oder? Und diese Lösungen bieten wir an. Fantastisch. Also ich zum einen Kompliment, Sie sind ein absolutes Lexikon. Das ist ja Wahnsinn. Ja, 30 Jahre kommen natürlich viel zusammen, oder? Ja, wir können nur ein paar so aus dem Buffet herausnehmen, ein paar interessante Themen. Aber es ist wirklich alles sehr komplex, oder? Und zum Glück sind wir jetzt aufgestanden, das Licht anmachen, weil wir auch schon wieder zu lange sitzen. Das heißt, die NASA hat herausgefunden, wenn wir länger als eine halbe Stunde sitzen, dann glaubt unser Körper, das ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann beginnt der schon eine Abwärtsspirale zu machen, sich auf eine Ruhigstellung einzustellen, fängt schon an, die Faszien zu verkleben, oder? Und das sind alles die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Die Leute ich habe nämlich so einen verstellbaren Stehschreibtisch. Ja, das ist super. Und wichtig ist auch nicht zu lange stehen, oder? Das heißt also genau. Ich habe mich zwischenzeitlich dann hingesetzt auch, weil Sie das gesagt haben, ja. Das ist perfekt, oder? So, und das sind so die einfachen Dinge, oder? Und meine Leitlinie und dieses Buch empfehle ich auch wirklich allen Menschen. Ich habe eine Bibliothek draußen, wenn Sie uns einmal besuchen, da sind 2.500 Bücher drinnen. Und ich habe also über 2.000 Bücher gelesen in diesen 30 Jahren. Aber eines der wichtigsten Bücher, das ich in den letzten Jahren in die Finger bekommen habe, ist das Buch von Jeff Olson, Der kleine Vorsprung. Slight Edge heißt das. Mhm. Dieses Buch ist ein Lebensbegleiter erster Güte. Und er zeigt uns das Prinzip der kleinen Schritte. Und das ist auch mein Weg. Die Stetigkeit, das heißt, die Schildkröte hat ja das Rennen gegen den Hasen gewonnen, weil sie stetig sich bewegt hat, oder? Der Hase springt hin und her, mach mal dieses, mach mal jenes. Und wir Menschen sind genau gleich, oder? Wir springen herum, statt dass wir ganz konzertiert die kleinen Schritte machen. Das heißt, anfangen am Tag jede halbe Stunde aufzustehen. Als erste Übung ist ein kleiner Schritt. Am Abend 2 Stunden vor dem Schlafen keine E-Mails mehr, kein Fernsehen mehr. Einfach so gut es geht. Wir wollen ja nicht ein spartanisches Leben. Aber die Menschen müssen verstehen, es hat natürlich einen Sinn, was wir sagen. Die Halbwertszeit von Koffein ist 7 Stunden. Das heißt, wenn ich am Abend um 6 Uhr noch einen Espresso trinke, dann kann ich nicht gut schlafen. Ich werde schlafen, aber es gibt Studien dazu, die ganz klar Folgendes zeigen. Menschen, die Kaffee trinken, schlafen schlechter als Menschen, die keinen Kaffee trinken. Menschen, die regelmäßig Kaffee trinken, schlafen besser als Leute, die unregelmäßig Kaffee trinken. Mhm. Aber es ist auch der Zeitpunkt.
Das heißt, wir müssen uns überlegen, wann nehme ich den letzten Kaffee? Und es ist ein reiner Mythos, kurz vorm Einschlafen, doppelter Espresso. Wenn man einmal weiß, was diese Rezeptoren machen vom Koffein in unserem Gehirn, man, da muss jetzt niemanden fragen, es weiß jedes Kind, Kaffee ist ein Wachhalter. Alles andere ist ein Unsinn. Kaffee kann nie unseren Schlaf positiv beeinflussen, geht nicht. Also muss ich darüber nachdenken. Alkohol hilft mir beim Einschlafen, verschlechtert das Durchschlafen und die Regeneration. Nikotin ist doch etwas, was mich eher anpeitscht als beruhigt. Die Beruhigung ist ja rein psychologische, aber das Nikotin ist ein Nervengift und dieses Nervengift, oder, aktiviert mich, macht mich nicht passiv. Oder? So, das sind so die einfachen Übungen, oder, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Oder einfach darüber nachdenken, was mache ich am Tag und welche Dinge beeinflussen meinen Schlaf, mein Wohlbefinden. Und so kommt man langsam, oder? Und wir haben ein ganzes Leben lang Zeit. Wir müssen nicht die Dinge über den Haufen werfen. Wir haben ein Leben lang haben wir Zeit, theoretisch. Und wenn wir jeden Tag kleine Schritte machen, 10, 15 Minuten Kraftübungen machen, die Menschen haben keine Muskeln mehr. Oder? Das ist einfach so. Wenn Sie 10 Leute auf der Straße ansprechen und einmal ein bisschen genauer anschauen, 8 von denen, oder, haben mehr Fettzellen wie Muskelzellen, oder? Das, so. Und das funktioniert nicht. Warum? Die Muskulatur ist wichtig, weil die Muskulatur Enzyme wieder produziert, die unseren Schlaf fördern. Deshalb ist es wichtig. Kraftübung, einfach ganz normale Hanteln, ein bisschen Oberarm und Kniebeugen machen. Also ganz ja, einfach. Genau. Wie heißt das kleine Buch nochmal? Das muss ich mir gleich mal anschauen. Kleine Vorsprung, Slide Edge. Slide Edge. Jeff Olsen. Jeff Olsen. Das hole ich mir gleich mal. Das ist genial, dieses Buch. Herr Professor, jetzt noch eine letzte Frage, weil das kam mir jetzt gerade, das bekomme ich recht häufig, eine Anfrage von Eltern mit kleinen Kindern. Und ich habe zufällig auf der Samina-Webseite gesehen, sie bieten ja auch Schlafsysteme für Kinder und Babys an. Ja. Haben Sie für solche Zielgruppen noch eine Empfehlung? Ja, es ist natürlich so, oder? Die Menschen müssen natürlich lernen zu verstehen, dass der Schlaf sich entwickelt. Das heißt, richtig ist Folgendes, wenn wir geboren werden, müssen wir das Schlafen nicht lernen. Aber Neugeborene haben natürlich einen ganz anderen Schlaf, wie wir einen Schlaf haben. Die haben einen sogenannten polyphasischen Schlaf. Die werden eigentlich, oder, 18, 19 Stunden schlafen, aber alle 4 Stunden wird der Hungerreiz sie aus dem Schlaf entheben, oder? Dann krähen natürlich die Babys und dann sagen die Eltern, mein Kind kann nicht schlafen. Also da ist einfach wichtig, verstehen lernen, was passiert, wenn der Schlaf sich entwickelt. Das Schlafmuster ist ja am Anfang nicht vorhanden. Der Schlaf hat ganz am Anfang mehr oder weniger einen freien Lauf. Babys werden natürlich auch sehr rasch gestört. Und da ist einfach wichtig zu sehen, auch die Babys brauchen biologisch elementare Grundlagen, dass sie gut schlafen. Also für die ist eben die Schafschurwolle etwas Herrliches, weil die Schafschurwolle beruhigt. Die Schafschurwolle ist aus meiner Sicht die genialste Tierfaser, die wir auf diesem Planeten haben, was den Schlaf anbelangt. Das ist eine der Dinge, für die ich jeden Tag dankbar bin, dass ich mich damals entschlossen habe, die Schafschurwolle als Füllmaterial zu verwenden. Weil die Schafschurwolle nimmt uns die Feuchtigkeit weg vom Körper. Wir haben ja Phasen, wo die Wärme nach außen geht, dann schwitzen wir. Das heißt, dann brauche ich ein Material, wo die Feuchtigkeit aufnimmt. Und die Schafschurwolle nimmt 7-mal mehr Feuchtigkeit auf, als sie eben an Gewicht hat. Das heißt, also 1 Kilogramm Schafschurwolle oder 1,5 Kilogramm genügen, um mich die ganze Nacht trocken zu halten. Das ist das Erste, was uns die Kunden sagen, das Bettklima. Wir haben uns das nie vorstellen können, dass man so angenehm schlafen kann. Und das ist für Babys ganz wichtig. Wir haben viele Versuche gemacht mit der Körpererdung bei Babys. Wir haben Schreikinder, oder? Also etwas, was also ein kleines Unglück schon für Eltern ist, sind Schreikinder, oder? Die schreien, ohne dass man genau weiß, wie die Hintergründe sind, und man bringt sie nicht zu beruhigen. Die haben wir geerdet und dann war Ruhe. Also die Kinder reagieren, und jetzt hat man sogar einen Versuch gemacht, einen wissenschaftlichen, auf einer frühgeborenen Station. Diese Frühchen, die haben natürlich ein hohes Risiko, dass sie nicht über die Runde kommen.
heute natürlich viel mehr als noch vor 50 Jahren, oder? Also meine Mutter, ein, zwei Jahre vor mir, hat Drillinge geboren. Die sind Wow. alle nicht über die Runden gekommen. Also damals war das einfach medizinisch nicht möglich. Heute kommen Frühchen, oder die, weiß ich, siebten Monat kommen oft einmal durch. Und jetzt hat man einen Versuch gemacht, indem man diese Brutkästen geerdet hat. Und in dieser Studie, irgendwo habe ich die auch im Internet veröffentlicht, in dieser Studie wird aufgezeigt, dass die Überlebenschancen dieser Kinder viel größer sind, nur durch diesen einzigen Faktor, dass sie geerdet werden. Ja. So, also das heißt, wichtig ist, wie bei allen Sachen, muss zur richtigen Stelle kommen, muss gute Informationen haben. Aber ich sage es immer wieder, Konsument ist leider heute sehr oft überfordert, weil es wird sehr viel angeboten und viele Dinge, die halt angeboten sind, sind im Grunde genommen reines Marketing und führen eigentlich nicht zu den Ergebnissen, die wir gerne hätten. Aber wir laden alle Leute ein zu uns in die Firma. Also ich werde auf jeden Fall vorbeikommen. Wir machen alles händisch hier, wir haben alles selber im Griff, jedes Material, jeden Handgriff, den wir machen. Und deshalb kostet es natürlich ein paar Euro mehr, was wir machen. Aber die nächsten 15, 20 Jahre hat unser Konsument, abgesehen vom Kissen, oder, das sollte alle 3 bis 5 Jahre ausgetauscht werden, oder, wenn man das hochrechnet, wenn Leute 300 Tage im Jahr zu Hause sind, oder, dann sind es in 5 Jahren 1500 Nächte, oder? Also wenn ich einen Bulli 1500 Mal anziehe, oder, dann wird es eher schwierig sein, oder, den Absolut. Zu halten. Nee, da denke so. Ich auch, kaufst du billig, kaufst du zweimal. Also das ist einfach so. Mit der Qualität. Schlaf, da kann ich nur noch mal sagen, Schlaf ist der wichtigste Einzelfaktor und ich muss alles tun, damit ich gut schlafe. Oder? Und das ist unsere Mission, die wir bei Samina haben, die Leute zu unterstützen, dass sie die höchstmögliche Schlafqualität entwickeln können. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, Herr Professor. Gerne, ja. Ich glaube, wir haben jetzt über 1,5 Stunden aufgenommen. Es ist wahnsinnig interessant. Wir haben alles Mögliche behandelt rund um das Thema Schlaf. Also ich bin selbst richtig fasziniert.